Recht herzlich willkommen zur 63. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Drallo hat geschrieben, ich sollte mal hier gucken nach dem Parachute, den sollte ich ruhig annehmen, aber ich glaube, die Zeit hat sich schon... Nee, da ist er noch. Gut, dann nehmen wir den noch mit. Expire 5 Stunden, 5 Minuten, aber... Ich glaube, die Zeit ist das hier. Das können wir also noch annehmen. Machen wir mal. Aktiv sind die also. Orbit the Moon, Plant Lurk on the Moon, Science Data from Surface of the Moon. Ja, okay. Das wäre alles auch noch interessant, sicherlich hier den Satelliten in einem anderen Orbit. Okay, der ist vom Orbit of the Sun. Ist auch interessant. Aber erstmal noch hinten anzustellen, weil wir haben schon genug, denke ich jetzt, ne? Test Launch Escape System in Flight over Kerbin. Wäre vielleicht auch möglich, aber das soll erstmal reichen da. Gut. Wir wollen noch eine Rakete bauen für die Geschichte. Warte, weiß ich gleich. Rescue-Rakete. So. Octo hat er geschrieben. Unbemannte Steuerungssystem. Das nehmen wir erst. Das sollen wir erstmal nehmen, hat der Drallo geschrieben. Geht zum Bauen auch. Das wäre jetzt die Haupteinheit erstmal. Dann braucht man Fallschirm. Der Fallschirm ist aber nicht da. Und auch nicht da. Sondern da. Der käme. Das lag daneben. So da drauf. Dann darunter die Kapsel zur Rettungsaktion. Stopp, das war das oberste. Dann die Instrumente da dran. Brauchen wir die alle? Das ist die Frage, ne? Naja, wir machen die da dran, wenn wir in verschiedenen Biomen landen. Dann befestigen Science-Instrumente. Hab ich. Dann. Das ist Barometer, ne? Ja. Obwohl wir sollten. Obwohl, die können wir auch übereinander setzen, ne? Geht vielleicht auch. Warte mal. Dann machen wir Plus hier. Zoomen wir gerade rein. Dann machen wir den da unten hin und den da hin. Das müsste aber so schon passen. Solarzellen brauchen wir 3. Steht dort da 3 Solarzellen, ne? Ja. Aber wo waren die denn nur wieder? Hier, ne? Ja. Das sind die, genau. So, da müssen wir jetzt gucken, nur dass wir da den Ausstieg schaffen. Das wird da wohl nicht passieren. Ich glaube, das passiert dann nie, ne? Oder? Aber wir können den ja auch hier dran machen, oder? Müsste hier auch funktionieren, würde ich sagen, oder? Und da müsste man auch noch ein- und aussteigen können. Ja. Bisschen höher. Wenn ich den noch einen weitermache. Sehe es noch besser aus, glaube ich, oder? Machen wir so. Gut. Was brauchen wir noch? Kapseln, das haben wir. Steht jetzt nichts von Strom, aber
Die nehmen wir trotzdem, ne? Aber warte mal. Vielleicht bauen wir die Batterien aber anders an, ne? Kriegen wir da auch drei dran? Ohne dass die Tür zu ist. Ich glaube, das geht noch. Ja, ich glaube, die Tür geht dann trotzdem auf. Das müssen wir dann unbedingt testen. Aus der Kapsel nehmen wir das Monopropulan. Geht das hier? Warte mal, das ist doch nicht wahr, oder? Warte mal. Ja, können wir alles rausnehmen. So, passt. Okay. Das haben wir alles. Was müssen wir noch machen? Ein Dekoppler muss dann da drunter. Hat er jetzt gar nicht angenommen, jetzt aber. Den haben wir auch. So. Jetzt müssen wir das Ding noch umbenennen. Rescue. Cup, nennen wir das mal einfach, oder? Rock. Rock. Na, lass so, fertig. Speichern wir jetzt erst einmal gerade. Ja. Jetzt muss ich das aber irgendwie noch hinkriegen, dass wir da einen reinsetzen, ne? So machen. Und dann gehen wir damit aufs Launchpad. Geht das überhaupt? Gute Frage, ne? Na komm schon. So. Jetzt müssen wir da mal reinzoomen. Sieht wohl so aus. Alles klar, ein Aussteigen geht. Sollte nicht das Problem sein. Gut. Space Center gehen wir. Also das hat funktioniert. Ich glaube, die Rakete ist dann auch soweit fertig. Also die Spitze. Recover. Fertig. Jetzt hier nochmal rein wieder und weitergebaut. Kommt die Musik wieder, ne? So, das hat alles geklappt dann. So, dann brauchen wir Tank. Ne, Tank ist da. Jetzt sind wir ein bisschen weit drin, dann müssen wir rauszoomen. Dann den Terrier-Antrieb. Wo ist er? Da ist er. Ah, wieder daneben geklickt. Und dann den Dekoppler nochmal. Ah, was macht der denn jetzt hier? Dekoppler passt. Dann Tank. Vivo. Bin zu schnell momentan wohl am Klicken. Swivel.
Zwei Booster, vier Fins. Viermal. So, und dann noch zwei Booster. Zwei Booster. Also, da brauchen wir noch die Kappler, ne? Machen wir die mal dran, ne? Und dann die Booster. So, und dann können wir hier oben noch zwei Kappen drauf machen. Sieht besser aus. Aber ist die nicht ein bisschen klein? Ja, aber das ist ja jetzt hier irgendwo verkehrt. Da. Ich glaube, da muss noch ein Tank mehr zwischen, ne? Oder? Ne, das war der falsche. Das da. Ich glaube, da müssen zwei hin. So. Und dann muss das ganze Ding natürlich noch tiefer. Wir dahin, ne? Und dann müssen wir hier gucken, dass wir die 1,5 machen oder was, 1,6. Können wir mal so lassen. Ich weiß es nicht genau. Dralo wird mich korrigieren, weil die speichern wir jetzt erst ab und fliegen tun wir die noch nicht. So, jetzt gehen wir ins Space Center. Und dahin, Tracking Station war das. Und dann müssen wir ohne Alpha aussuchen. Und jetzt müssen wir gucken. Das ist die Periapsis. Das ist die Periapsis, das ist die Apoapsis. Das würde bedeuten, die Peri war unten, ne? Muss die Ansicht also drehen. Periapsis, Apoapsis. Passt. Und jetzt muss ich gucken, wo der Mund ist. Der ist da. Da muss ich jetzt weiter drehen. So. Jetzt werde ich gleich irre. Okay, jetzt haben wir den Mund hier. Kann noch ein bisschen mehr sein, ne? So, jetzt sind wir auf 3 Uhr. Machen wir noch ein bisschen schneller. Und dann kommt er da gleich schon hin. So, auf 2 Uhr hat er geschrieben, ne? Gut. Das haben wir auch geschafft. So, das würde bedeuten, wir müssen jetzt reingehen in die Geschichte. Jetzt gucken wir da mal nach, wie wir da hinkommen. Einmal in die Map rein. Was ist hier? Das ist die Apoapsis, das ist die Periapsis. Und jetzt müssten wir auf, wir sind da, ne? Mund Alpha, Add Manöver. Und dann da mal raus. Und da haben wir schon
eine Möglichkeit, dahin zu fliegen. Aber wir müssen, glaube ich, vorher, ne? Oder wie war das? Kerbin Escape. Ne, will ich ja gar nicht. Ich brauche Moon Orbit. Moon Escape. Ne, das wäre jetzt an der falschen Stelle, glaube ich, ne? Kerbin Apoapsis. Ich muss so rum um den Moon rum. Jetzt habe ich es gerade versaut, glaube ich. Ist aber auch nicht so schlimm, ne? Wir haben ja noch mehrere Möglichkeiten, ne? So, auf ein neues. Was haben wir jetzt hier? So, da ist irgendwo der Mond am Auftauchen. Stopp mal. Das Doofe ist, man sieht das jetzt hier so schlecht, ne? Ich komme da an, aber bin dann eigentlich schon zu weit, ne? Ne, das klappt da irgendwie gar nicht, ne, oder? Doch, ich könnte mir vorstellen, hier, das könnte passend sein. Ich glaube, da kommen wir noch vorher, aber das ist so schwer zu sehen jetzt hier. Ja, ich glaube nicht. Ist das so richtig? Wo ist der Mond? Nö. Ne, das ist nix. Ups. Da sind wir eigentlich zu weit, ne? Irgendwie passt das nicht. Das sieht irgendwie schäbig aus. Liegt's daran, dass der noch zu weit hinten ist? Ja, ich mach das lieber mal weg, ne? Wie krieg ich den denn jetzt bitte schön weg? So. Und ich würde jetzt sagen, wir drehen mal eine Runde rum. So. Noch ein Stück weiter, bitte. Dann steht der Mond ja wieder an einer anderen Stelle. So, jetzt kann ich hier wieder einen Punkt setzen, ein Manöver und will hoffen, dass es diesmal besser aussieht. Irgendwie ist es immer noch falsch, ne? Ich glaube, jetzt ist es gut. Ja, ich glaube, da kommen wir dann vor dem Mond vorher und das würde passen. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir noch einmal drehen, ob dann noch eine bessere Situation auftauchen würde. Aber
Das wird uns der Dralo in der nächsten Folge sagen, denn der kennt sich da besser aus und der wird uns den Tipp geben, ob das besser so ist, wie es jetzt ist, passt oder ob wir eine Runde weiter drin und dann sehen wir noch bessere Chancen, da einen Orbit hinzukriegen um den Mond. Okay, aber dann erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.